Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und generell Kritiken aller Art. Normalerweise besprechen wir ja sämtliche Kinostarts, die in Deutschland an den Start gehen. Jetzt gibt's gerade nicht so viele Kinostarts und so sind's vor allem Klassiker, die wir uns vornehmen oder eben auch Dinge von den Streaming-Plattformen. Und so gibt's ganz aktuell eine Serie, die bei Amazon Prime Video aufgeschlagen ist, nämlich The Wilds. Und The Wilds konnten wir vorab sehen, das haben in dem Fall Patrick und Frosty auch getan und für euch ausgiebig über diese Serie gesprochen, die halt einfach krass viel Konkurrenz hat gerade und ich bin sehr gespannt, ob es diese Serie nun wert ist oder eben nicht. Wer den Telestammtisch schon etwas länger lauscht, der weiß, dass wir hier vor kurzem ein Special hatten zu den ersten drei Die Hard aka Stirb Langsam Filmen, die es jetzt unter anderem auch bei Prime Video gibt, beziehungsweise Ende des Monats werden die dort, glaube ich, freigeschaltet und wenn man mal genau guckt, sind die irgendwie auch auf jedem anderen Streaming-Portal schon drauf. Wir haben den auf unter anderem TV Now gesehen und hatten jetzt eben auch die Gelegenheit und einfach irgendwie auch Bock, mal über Teil 4 und 5 der Die Hard-Reihe zu sprechen. Das haben wir in dem Fall getan. Es waren Jens, Till und Steven, die das gemacht haben. Drei echte Experten, was die Stirb-Langsam-Reihe angeht. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin hier mit dem lieben Patrick. Hallo. Hi. Wir sind hier heute zusammengekommen, um über die Serie The Wilds zu sprechen, die am 11.12. auf Amazon Prime rauskommt. Das sind dann insgesamt 10 Folgen, die jeweils so circa eine Stunde gehen. Ja. FSK wird vermutlich so 12 bis 16 sein. Und es geht hier um einen Haufen Mädels, die stranden nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel, müssen sich kennenlernen und zusammenraufen oder sich gegeneinander aufstacheln. Und relativ schnell stellen sie dann fest, die sind nicht zufällig auf dieser Insel gelandet. Es ist irgendwie mit der Vergangenheit von vieler der Protagonistinnen verknüpft. Ja, und also ich weiß noch, als ich den Trailer gesehen hatte, hatte ich gedacht, jetzt erwartet mich so eine Mischung aus Herr der Fliegen und Lost. Aber was meinst du, wurde diese Erwartung erfüllt? Nö. Genau, ganz und gar nicht. Also das angedeutete große Geheimnis, das wird einem schon spätestens am Ende der ersten Folge sollte einem schon ungefähr klar sein, wo die Richtung hingeht. Es ist nicht so wirklich spannend von der Geschichte her, finde ich. Also zumindest dieses Geheimnis ist nicht so mysteriös, wie man aus dem Trailer vielleicht denken kann. Der Mystery-Part ist hier generell geringer, als man sich es vielleicht erhofft. Rechnet nicht mit einem zweiten Lost. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen auf den Cast ein. Wir haben hier Sophie Ellie, Shannon Barry, Jenna Claus, also alles so Darstellerin, die könnte man vielleicht so um die Ecken kennen, wenn man sich ein bisschen mit Teenie-Serien befasst. Naja, Grey's Anatomy ist jetzt nicht unbedingt eine Teenie-Serie, also Sophia aber auch die ist aus Grey's Anatomy, soweit ich das weiß, und das ist nicht unbedingt eine reine Teenie-Serie, also so würde ich es nicht sehen. Nee, aber das ist auch eine Serie, die weit fern von dem ist, was ich schaue. Sorry. Ja, du bist ja auch ein Mann. Also nur weil es irgendwie vielleicht eher Frauen anspricht, ist es ja nicht automatisch eine Teenie-Serie. Also das finde ich schon ein bisschen steile These. Aber wie man auch kennen könnte, ist Rachel Griffith. Die kennt man aus Six Feet Under. Da war sie die Freundin des ältesten Sohns oder zweitältesten. Das war doch die mit der bipolaren Störung. Genau, also die finde ich ja als Schauspielerin an sich ganz toll. Also ihre Rolle fand ich eigentlich auch ganz nett. Aber also man kann es sich eigentlich schon fast denken. Bei dieser Serie geht es halt hauptsächlich um diese einzelnen Mädchen. Und im Grunde genommen ist der Aufbau auch so, dass eigentlich fast jede Folge so eins der Mädchen in den Mittelpunkt rückt. Die Serie hat aber ein Problem. Sie fängt mit einer Person an, die dann auch in den Mittelpunkt gestellt wird und so ein bisschen so die Haupthauptrolle ist, finde ich. Und das ist wirklich die schlechteste Figur in der ganzen Serie, finde ich. Weil die ist so klischeehaft irgendwie. Es ist halt ein Mädchen, was hauptsächlich durch ihre Liebe zu einem älteren Typen angetrieben wird. Und da hätte ich von vorne bis zum Schluss nur kotzen können bei der Tour. Also die hat mich so aufgeregt. Irgendwie,
also man sieht dann, das Ganze springt auch so ein bisschen in der Zeit, weil man sieht dann so ein bisschen die Geschichte auf der Insel und dann die Geschichte, wie es dann weitergeht außerhalb der Insel, wo sie dann quasi gerettet wurden, in Anführungszeichen. Und nicht nur die Zeit, da, vor allem. Also sie wird da gerade in der einen Szene so befragt, so ja und wie ist das alles passiert und was habt ihr gemacht? Und dann fängt sie erstmal an, ja, also das ist alles nicht so wichtig. Ich erzähle euch jetzt erstmal die Geschichte von mir und meinem Freund, beziehungsweise meinem nicht mehr Freund. Also wo ich echt nur da gesessen habe, so, nein, nein. Also, und das ist so mit das Grundproblem, was ich mit dieser Serie habe. Die ist so dämlich unlogisch. Also ist echt zum Haare raufen. Also man sieht da teilweise echt gute Ansätze, weil die Figuren an sich, die sind teilweise echt interessant. Von manchen dieser Figuren hätte ich viel gerne noch viel mehr gesehen. Aber diese Rahmengeschichte und dieses Zentrieren auf diese eine strunzdumme Troller, irgendwie, das hat mich so maßlos aufgeregt. Und es regt mich jetzt ja schon wieder auf, wie man merkt. Ja, ja. Es sind im Prinzip drei Handlungsebenen, beziehungsweise mehrere. Einmal werden ein paar der Überlebenden verhört und befragt, was auf dieser Insel passiert ist. Wenn sie aber auf der Insel sind, dann gucken die meistens so verträumt in die Ferne und erinnern sich, was in der Vergangenheit passiert ist. Also, gefühlt 50% befasst sich mit der klischeehaften Jugendvergangenheit von vielen der weiblichen Charaktere. Ich habe teilweise vergessen, dass es hier so Herr der Fliegen-Dings sein soll, eben weil wir so viel Teenie-Handlungen in der Gegenwart haben, also in deren Vergangenheit, dass das schon zu so an den Rand degradiert wurde. Ja, ich glaube, dieses Herr der Fliegen-Anlehnung in dem Trailer, die hat sich für mich auch überhaupt nicht aufgelöst. Also, was ich aber in gewisser Hinsicht auch ganz schön fand, weil irgendwie noch eine Serie, wo Leute auf eine Insel landen und sich dann gegenseitig zerfleischen, irgendwie wäre jetzt irgendwie auch kein Mehrwert gewesen. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass sie untereinander größtenteils halt auch sehr kooperativ waren und irgendwie sich aufeinander eingelassen haben, irgendwie auch wenn sie anfangs so ihre Probleme miteinander hatten, auch wenn es nicht rundweg irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen war, das nun ganz bestimmt nicht. Aber, der Trailer deutet eine Serie an, die man nicht zu sehen bekommt. Also insofern am besten ist es, sich den Trailer gar nicht anzuschauen, da völlig unbefleckt ranzugehen. Und wenn man dann vielleicht gerade selbst eher in dem Alter dieser Mädels ist, irgendwie so noch relativ junges Mädchen, junge Frau vielleicht, dann kann das auch ganz spannend sein, weil da sind durchaus sehr interessante Personen bei. Also zum Beispiel, wie dieses Klischee der wunderschönen Beauty-Pageant-Blondine da gebrochen wurde, wo man dann ganz schnell hinter deren schreckliches Geheimnis, was man im Grunde genommen auch von Anfang an mitbekommt, wie die so aufgebaut ist. Also das fand ich schon ganz spannend, auch wenn dann halt doch wieder dieses Klischee ist, jemand, der sehr gläubig aufgewachsen ist, der hat dann natürlich automatisch was gegen homosexuelle Liebe und so. Also, aber man hätte viel draus machen können, irgendwie. Also man hätte aus diesen ganzen einzelnen Figuren sehr schöne Sachen machen können. Aber gerade die interessantesten Figuren wurden für meinen Geschmack teilweise auch echt so übergebrettert irgendwie und abgebügelt. Oder wie ging es dir damit? Mir ging es da ähnlich. Wir haben hier teilweise so diese Nebendarsteller, die sind feinfühliger angepackt worden, dass man da gerne mehr gesehen hätte. Das wären vor allem schöne, interessante Messages auch für das Zielpublikum gewesen. Wir haben hier einen überraschend sensiblen Umgang mit Homosexualität, mit Suizid. Das sind alles so Themen, wo ich denke, ja klar, das ist wichtig. Da müssen Kinder, Jugendliche sich auch so ein bisschen auseinandersetzen, damit sie nicht komplett durchdrehen oder auch ein bisschen Toleranz lernen. Aber wir haben halt wirklich als Hauptdarsteller diese oberflächliche Trulle, die im Verlauf der Serie natürlich auch keine große Handlung durchmacht und am Ende genauso arrogant bleibt, wie es am Anfang war, was ich dann schade finde, dass man die dann wirklich in den Fokus setzen musste. Ja. Also das fand ich, also da verstehe ich auch diese ganze
die Serienmacher nicht. Weil insgesamt ist das Ganze ja schon so angelegt, ein junges, durchaus feministisches Publikum anzusprechen. Weil ich sag mal so, als 14-Jährige damals hätte ich mich super gefreut über eine Serie mit so vielen verschiedenen interessanten Frauenfiguren. Und dann dreht es sich aber alles und irgendwie die ausschlaggebende Figur ist dann die Troller, die nicht über die Trennung von Typen hinwegkommt, dem sie ja auch noch im Grunde genommen erst was vorgemacht hatte anfangs, weshalb er sich ja überhaupt erst auf sie eingelassen hat, wo ich mir sage, ja, irgendwie, du bist auch selbst schuld an deinem ganzen Leben. Also so ein selbstmitleidiges Jammergör wird da so in den Mittelpunkt gestellt. Also das fand ich, oh, ich komme da nicht drüber weg, ich ärgere mich so maßlos. Vor allem steht das so im Kontrast auch zu diesen überraschend diversen Cast. Ja, also ich fand, also dass ja eine, nee, eigentlich sogar zwei Figuren, die so einen Native American Background haben. Und das waren beides super spannende Figuren und die eine hatte nicht mal eine richtige eigene Folge für sich, obwohl gerade ihre Hintergrundstory eigentlich, also diese Hintergrundstory von der hätte schon für eine eigene Serie für sich eigentlich gereicht, fand ich. Also die waren beide echt toll und irgendwie, dass da nicht mehr der Fokus irgendwie hingeschoben wurde. Oder wir haben da auch so eine, die sehr trashig rüberkommt, wo man dann irgendwie erfährt, so ja, okay, die hat aber halt auch ihren todkranken Vater irgendwie in ihrer Jugend pflegen müssen. Und so eine Figuren irgendwie, die sind dann Randfiguren, während irgendwie die Troller mit dem Liebeskummer die ganze Zeit da sich ausleben darf. Also es ist so schrecklich. Manchmal hat die Serie mich ja sogar emotional triggern können. Und dann haben wir im nächsten Moment wirklich wieder so eine belanglose Handlung oder dann wird ein Twist weiter ausgeführt, den man wirklich von Folge 1 ausriecht. Also wenn ihr das schon nicht schafft, den Handlungsstrang überraschend zu machen, dann setzt doch mehr auf Charakterisierung und nehmt irgendwie ein anderes Mädchen, das jetzt nicht vielleicht eine zufällige Mary Sue ist, die einfach nur ihren Kerl hinterher trauert. Ja, denn vor allem, was glaube ich dem Ganzen irgendwie echt gut getan hätte, wäre vielleicht sich auf weniger Figuren zu konzentrieren, dieses Mystery-Ding gar nicht so extrem auszuschlachten, sondern einfach von vornherein irgendwie, also das Ganze wäre nicht weniger spannend gewesen, wenn man das Ganze so aufgebaut hätte, dass von vornherein der Twist einfach erklärt wurde, weil der ist so offensichtlich, dass es eher mir die ganze Zeit albern vorkam, dass er weiterhin so versucht wird aufzuerhalten, um so die Spannung, oh, am Ende kommt der große Reveal. Das wäre alles gar nicht nötig gewesen. Man hätte es einfach so straight irgendwie mit diesen verschiedenen Ebenen irgendwie der durchspielen können. Dafür dann die komplette irgendwie Heulsuse irgendwie rausstreichen können. Und dann hätte nämlich auch, weil das Ganze hat ja durchaus auch so feministische Aussagen in sich drin, die hätte man dann nämlich auch tatsächlich transportieren können. Die sind so nämlich irgendwie teilweise echt konterkariert worden und das Ganze ist halt auch extrem ärgerlich unlogisch an so vielen Ecken und Enden, wo man dann echt denkt so, nein, so verhalten sich Menschen nicht und auch vom Aufbau des Ganzen her, da sind so viele Sachen so, wenn dann die Prämisse schon so übers Knie gebrochen ist, dass man sich sagen würde so, nee, das wird nie so passieren. Das schmerzt dann echt irgendwie. Also das in den Geschichten der einzelnen Figuren, da sind durchaus Stärken drin, ne? Aber die wurden halt nie komplett ausgereizt. Hey, vor allem dieses Insel-Setting hätte es im Prinzip gar nicht gebraucht. Im Prinzip hätten sie sich auch jeden Tag auf eine Highschool treffen können. Es hätte sich nicht großartig was an der Handlung geändert. Ja, oder also die stürzen ja ab, als sie auf dem Weg zu so einem Retreat sind, irgendwie so ein ja, Mädchen-Sommercamp, irgendwie so in dem Dreh für so ein bisschen ganz spezielle Mädels so ungefähr. Die sind ja eigentlich alle losgeschickt worden von ihren Eltern, so, oh, komm, irgendwie erhol dich mal, komm mal wieder auf die Füße, weil die ja alle irgendeinen wunden Punkt in ihrer Vergangenheit haben. Und man hätte die dort einfach ankommen lassen können. Und dann hätte es da gespielt. Und das wäre, glaube ich, wesentlich spannender gewesen, als so dieses Pseudo-Ode zwischendurch noch so ein bisschen Survival mit reinbauen. Also, ach, dieser Survival-Trip, das war ja der
der Aspekt, den sie am wenigsten ausgearbeitet haben, das ging schon fast unter. Man hat das immer wieder vergessen. Oh, die müssen sich jetzt irgendwie Lebensmittel besorgen. Nein, das wird auch nicht mal groß gezeigt, wie sie sich da durch den Dschungel kämpfen müssen. Vielleicht sporadisch, dass du dann immer wieder merkst, ach ja, stimmt, die sind ja da in diesen Dschungel gestrandet. So war es nämlich bei mir, dass ich dann immer wieder dachte, ach so, stimmt ja, die sind auf dieser Insel gestrandet. Ach ja, es ist mir dann immer wieder gekommen. Ja, das war halt auch so unlogisch. Ne? Die sind halt gestrandet, dann haben sie ein paar Dosen Cola am Strand gefunden und es ist halt sehr auffällig, die haben halt immer das gefunden, was sie gerade brauchten und hups, Überraschung. Und normalerweise würde man ja sagen, wenn ich auf einer Insel strande, dann verlasse ich mich nicht drauf, dass ich für den Rest der Zeit irgendwie immer das finde, was ich gerade brauche, sondern ich mache mir vielleicht trotzdem mal auf die Suche irgendwie nach, was weiß ich, Bären oder sonst was. Und das war so rudimentär irgendwie. Und also, nee. Also ich glaube, wenn du wirklich auf so einer Insel strandest, dann bist du eher den ganzen Tag damit beschäftigt, Bären zu sammeln und irgendwie Wasser in dein Lager zu bringen oder du verlagerst vielleicht sogar dein Camp direkt dahin, wo du die Wasserquelle hast, damit du es nicht immer durch die Gegend schleppen musst. Wäre ja auch mal eine pfiffige Idee gewesen. Ja, ja. Vor allem, die stürzen ab und das Handy oder die Handys funktionieren noch alle einwandfrei, obwohl sie dann... Ja, oh, ich habe noch Netz, aber scheiße, der Akku ist gleich alle. Und das war ja auch irgendwie... Also es gibt eine Szene mit dem Handy, wo auch diese Heultruller irgendwie so dermaßen ablos, wo man echt nur denkt so, nein, selbst wenn ein Mädchen irgendwie das Herz gebrochen hat und nur noch heulen könnte und irgendwie, selbst das wird, wenn es auf einer Insel strandet, wenn es das Telefon in der Hand hat, sich genau überlegen, wen es jetzt anrufen wird. Ach, vor allem, im Prinzip hätte dieser in der ersten oder zweiten Folge direkt bei irgendeiner Hotline oder so anrufen können, hier, kannst du mal das Handy orten, wir sind hier auf einer Insel gestrandet. Nein, sie ruft bei dem Typen an, der sie mehrfach abserviert hat, damit er sie nochmal abservieren kann und dann geht der Akku aus. Ja, geile Aktion, ja. Hast du so gut gemacht. Ja, vor allem der Typ, der ja schon irgendwie die ganzen letzten Male, wo sie versucht hat, ihn zu kontaktieren, nicht drauf eingegangen ist und sie ins Leere laufen lassen hat. Also, wo sie von vornherein weiß, der wird doch, selbst wenn er ans Telefon geht, wird er mir nicht antworten, sondern sofort auflegen, so wie er es die ganzen Male davor ja auch schon getan hat. Also es ist so dumm irgendwie. Also das kann man auch nicht mit irgendwie, oh, ich habe Liebeskummer erklären. Das ist dann eine Erklärung, wenn du halt irgendwie zu Hause sitzt und einen Kühlschrank voll Essen hast und dich in deinem Selbstmitleid suhlen möchtest. Kann man ja machen. Jeder hat mal so eine Phase. Ist ja alles gut irgendwie. Absolut. Dafür ist das Erwachsenwerden ja auch da. Aber nicht, wenn ich auf einer Insel irgendwie so mehr oder weniger den Hungertod vor Augen habe, dann rufe ich nicht. Ach Gott, es ist so schrecklich. Ey, und jetzt stellen wir uns mal vor, sie wäre ein Nebendarsteller und man hätte sie als Message genommen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du deiner Verflossenen hinterher traust oder deinem Verflossenen. Gönn dir die Zeit, erhol dich. Das wäre eine vollkommen schöne Message für diese Serie gewesen und hätte dann in diesen diversen Cast und diesen ganzen schönen Themen dann nochmal so richtig schön auftrumpfen können. Aber das im Fokus hat alles andere total untergraben, was vielleicht interessanter hätte sein können. Ja, vor allem, weil die Serie greift ja so viele echt spannende Themen auf, die gerade irgendwie so Mädchen, also so viele typische Mädchenthemen halt irgendwie von Essstörungen, Leistungsdruck, konkurrieren mit anderen, irgendwie als die Trashige wahrgenommen zu werden, obwohl du irgendwie die aufopferungsvollste von allen bist. Und so ganz viele Themen, die einfach sehr typisch für das Erwachsenwerden von Mädchen sind. Irgendwie. Also das hätte so eine tolle Serie sein können. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so 14-Jährige, die halt noch nicht so viele Seherfahrung haben, die Serie alleine für diesen echt sehr bunten und diversen Cast am Feiern werden. Weil da kommen dann ja auch noch so eine Themen wie Homosexualität, Missbrauch und also greift wirklich so eine große Breite von echten Problemen ab.
wo nun wirklich Liebeskummer das Belangloseste von allen ist. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass so Jugendliche, die es jetzt sehen werden, die Serie trotzdem sehr toll finden werden. Aber ich sehe da einfach nur so einen Haufen an verpassten Chancen. Und das ärgert mich, weil da hat so viel drinne gesteckt. Eine Folge hat ja sogar eine Triggerwarnung, weil hier mit dem Thema Suizid umgegangen wird. Ja. Also da werden wirklich sensible Themen angesprochen. Und dann switcht die Kamera im nächsten Moment wieder auf dieses eine Mädchen. Ja, cool. Ja, und ihr Liebeskummer ist das, was die Welt am Laufen hält, so ungefähr. Also es ist... Geil. Ja, weiß nicht. Wollen wir vielleicht langsam zum Fazit kommen, bevor wir uns jetzt, vor allem ich mich an die Wiederholung verstricken. Ja. Wie viele Handys würdest du diesem Film denn geben? Von 5? Dieser Serie. Dieser Serie, genau. Ach, ich sag mal, viele verpasste Chancen. Ich bin zwar absolut nicht die Zielgruppe, aber man packt hier Themen an, die es durchaus wert sind, besprochen zu werden, dass eigentlich da sogar die straflässig vernachlässigte Haupthandlung irgendwie verschmerzbar ist. Und trotzdem hat man ein totales Fokusproblem. Also ja, ich würde 2,5 halb kaputte Handys vergeben. Da ist Luft nach oben. Es ist für die Jugendlichen, die damit angesprochen werden, bestimmt eine schöne Sache. Bei mich hat es jetzt leider nicht zu 100% überzeugt, bei weitem nicht. Ich sag mal so, wenn ich mir überlege, so rein für die angesprochene Zielgruppe, die ja irgendwie so heranwachsende Mädchen sind, irgendwie so irgendwo zwischen Jugendlich und jung Erwachsene, da denke ich mir, weil es halt so ein eigentlich an sich toller Cast ist und da halt auch durchweg interessante Sachen angesprochen werden. Also für diese Zielgruppe würde ich sogar 3,5 kaputte Handys geben, aber für meinen Geschmack sind es echt nur 2 Punkte, also 2 kaputte Handys. Ja. Weil die Logiklöcher sind einfach gravierend. Dieser Fokus auf diese eine dumme Figur irgendwie, also das hat mir die ganze Serie verdorben, weil alles, was dann, da werden dann Themen angerissen und dann aber abgebügelt, weil sie Liebeskummer hat. Irgendwie, es wird immer alles abgebrochen, weil sie Liebeskummer hat, weil sie sich dann auch total unlogisch benimmt, weil sie sich auch total dumm benimmt. Und das macht die ganze Serie für mich kaputt. Also es ist unglaublich, dass ein so schlecht geschriebener Charakter eine ganze Serie für einen ruinieren kann. Aber für mich ist die Frau eine Katastrophe in dieser Serie. Wobei man sagen muss, die Schauspielerin selbst, die Sarah Pidgeon, die hat sie wirklich super gespielt. Ne? Also man nimmt ihr diese Beklopptigkeit ja auch total ab. Ne? Also das vielleicht noch mal zum Schluss irgendwie. Also die Schauspielerin fand ich alle in ihren Rollen super. Irgendwie. Die haben eigentlich alle gute Leistung gebracht. Umso ärgerlicher, dass dann die Story so dumm konstruiert ist. Da gebe ich dir dann recht, für die Zielgruppe wird es wahrscheinlich so 3 von 5 sein. Ich habe hier den Vergleich gelesen, das ist anscheinend Pretty Little Liars trifft Lost. Ich kenne jetzt das eine nicht, aber ich denke, kommt gut hin. Wir sind einfach nicht die Zielgruppe, aber die Zielgruppe wird damit bestimmt ihren Spaß haben. Also die Zielgruppe dürfte dem echt 3 von 5 geben, aber wenn du schon ein paar Serien gesehen hast, auch als Jugendlicher, wird das trotzdem irgendwie schon arg vorhersehbar sein. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, so alles, was der Trailer antäuscht, irgendwie ist es wieder Herr der Fliegen, ist es nicht Lost, es ist einfach... Die Serie ist Lost in sich selbst. Ja, das ist ein schönes Schlusswort sozusagen, finde ich. Da triffst du es echt mit auf den Punkt. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Patrick. Es war mir immer ein Fest. Diese Serie war für mich leider nicht so das ganz große Fest. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, herzlich willkommen beim zweiten Teil von unserem Stirb langsam Special. Ich bin Jens beim Telestammtisch und ich bin hier mit Till und Steven. Und wir besprechen heute Teil 4 und 5. Hallo, Jungs.
Moin. Hallöchen. So, wie gesagt, 1 bis 3 sind gerade besprochen worden. Wir würden kurz noch in unseren persönlichen Bezug zu den Filmen darlegen, weil irgendwie hat ja jeder so ein bisschen was einen mit dieser Filmreihe verbindet. Phil, magst du am Anfang? Was verbindest du mit Teil 1 bis 3 von Stirb langsam? Geile Filme, gute Action, teilweise lustige Action. Und ja, also für mich ist die Reihenfolge generell ist 1 bis 3. Erste perfekt quasi, dann kommt 2 und dann kommt 3, wobei 2 und 3 so ein bisschen gleich auf sind fast. Ich würde vielleicht dann doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, 3 vielleicht ein bisschen höher setzen, aber ich habe auch 2 lange nicht mehr gesehen und am wenigsten höchstens 2-3 Mal geguckt. Das ist schon lange her. Ja, Stirb langsam ist so was, für mich ist was Klassisches, ist so Papa-Action, weil ich das mit meinem Vater zusammen geguckt habe, beziehungsweise da rangeführt wurde. Als 89er Jahrgang habe ich die dann nicht im Kino gesehen, aber dann schon relativ früh, ich würde meinen so, keine Ahnung, war ich 10, 11, vielleicht 12, bisschen zu früh. Trotzdem danke, Papa. Weil es sind einfach, macht Bock. Und den Rest haben alle, die es sich angehört haben, ja in 1 bis 3 Besprechung vorher sich schon von den anderen angehört. So sieht's aus. Genau. Ja, mehr habe ich nicht. Mehr, das von wegen 3. Daddy Action dachte ich auch, Bruce Willis ist halt so der Prototyp, diener Vater irgendwie. Ach so, nein, das ist nur, dass ich das so wie bei James Bond ähnlich, das in Bezug auf meinen, irgendwie, also ja, aber was mit meinem Vater, hat, genau, mit meinem Vater verbinde, so als mehr oder weniger Kindheitserinnerung. Ja, ja, cool. Ja, bei mir auch genau das Gleiche. Ja. Steve, bist du da? Ja, ich dachte, du fragst mich Entschuldigung. Direkt. Du warst aber ich kann mich natürlich auch einfach einschalten. Also, bei mir ist es einfach so, dass der erste Teil, der hat mich in Bezug auf Actionfilme praktisch sozialisiert. Also, das hat mich geprägt. Das ist für mich bis heute einer der besten Actionfilme. Ich habe den unzählige Male gesehen und er ist generell in meinen Top 3 der besten Filme aller Zeiten. Okay. Und ich finde den zweiten Film ähnlich gut, aber nicht so gut wie den ersten. Und den dritten finde ich dann auch, so wie das jetzt der Till gesagt hat, ein ganz kleines Stück besser als den zweiten Teil. Das ist mir vor allem aufgefallen, als ich ihn vor kurzem nochmal in direkter Gegenüberstellung zum dritten gesehen habe. Finde ich den dritten nochmal ein bisschen cooler, so mit diesem Kniff der ganzen Rätsel und dieser Verfolgung durch die Stadt und natürlich Jeremy Irons als geiler Bösewicht. Also, ja, und Sam Jackson halt. Genau, und natürlich Samuel Jackson an der Seite. Also das ist schon ein ziemlich geiles Ding. Aber die sind alle gut, die Filme. Sehe ich genauso. Also bei mir war es witzigerweise so, ich habe tatsächlich zuerst den dritten gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen komische Reihenfolge gewesen. Deswegen ist das auch für mich der Alpha, stirbt langsam sozusagen. Und 1 und 2 habe ich früher immer geskippt, weil Bruce Willis da keine Glatze hatte. Und zu dem Zeitpunkt war Bruce Willis einfach für mich der Typ mit der Glatze. Und die habe ich dann aber irgendwann dann doch mal absichtlich und freiwillig auch selber angeguckt und sind natürlich einfach großartig. Also so sowohl 1 auch 2, aber wie gesagt, für mich ist halt Teil 3 praktisch der erste Stirb langsam, was natürlich keinen Sinn macht. Ja, und mit diesem kurzen Exkurs gehen wir dann mal zu unserer Besprechung in Teil 4, würde ich sagen. Yes. Wer möchte denn die Fakten loslegen? Ja, hau ich mal rein. Ja. Teil 4, Stirb langsam 4.0. Englisch im Originaltitel Live Free or Die Hard. Und der kam 2007 raus, ist FSK 16, wie alle Filme durchgehend. Geht 2 Stunden 8 Minuten. Natürlich Bruce Willis als John McClane, muss man nichts mehr drüber sagen. Mittlerweile mit Glatze. Yes. Und Justin Long spielt Matthew Farrell, so ein bisschen der lustige Sidekick, kennt man aus 2001 Jeepers Creepers zum Beispiel, oder ja, dann hat er hat halt in vielen Quatschsachen mitgemacht, zum Beispiel Shit, die Highschool GmbH, habe ich tatsächlich gesehen. Ich auch tatsächlich. Aber naja, muss ich. Aber New Girl war auch, der war überall, ja, eigentlich. Ja, genau. Dabei. Nie den Durchbruch geschafft, schauspielerisch auch, ja, ist okay. Ja, Timothy Oliphant als Gegenspieler, Thomas Gabriel. Den finde ich irgendwie cool. Der zieht sich so durch. Der hat diese komische Netflix-Zombie-Serie, das fand ich nicht so geil. Ist in Justified, so eine Neon-Western-Serie zu sehen. Und macht relativ viel jetzt ja auch in Mandalorian einmal zu sehen, wo er großartig war, wie ich finde. Und generell finde ich den echt ganz cool. Gefällt mir gut. Und, eine noch. Maggie Q. Spielt Mai Lin. Und Maggie Q ist,
The Divergent Teil 1 bis 100, irgendwie sehe ich hier gerade. Ja. Und ansonsten Fantasy Island ist hier mit aufgelistet, Designated Survivor, aber so viel, fällt euch noch irgendwas ein, außer diese ganzen... Tatsächlich hat man auch das Gefühl, ich spiele überall mit, aber jetzt, also per se fällt mir jetzt auch nichts ein. Ja. Was haben wir denn? Nee, da kann ich auch nichts hinzufügen. Genau, naja, auf jeden Fall, dann hat man noch als lustigen Cameo, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Cameo, Kevin Smith als Frederick Kaludis alias Warlock, so in so einer kleinen Nerd-Höhle. Ja, der Obernerd, der Alpha-Nerd. So. Alpha-Nerd, genau. Ja, das ist, ja, ach so, Len Wiseman natürlich als Regisseur. Len Wiseman hat gemacht als Regisseur ein bisschen Serien, dann hat er, was hat er noch gemacht? Ach, Total Recall als Regisseur, ne? Die, das Remake. Gut, genau, das war überraschend gut, genau. Und Underworld hat er viel gemacht. Ja, genau, Underworld Evolution, Underworld den ersten, genau. Ja, ist jetzt nicht der Überregisseur, aber ist, ja, ist okay. Hätte man nicht gedacht, dass der so liefern kann, aber ja, kann er. Also so. Ja, und das soll es gewesen sein. Das reicht zu Stirb langsam 4. Vielen ja, ich kann ja ein bisschen was zum Inhalt sagen. Also Stirb langsam 4.0 deutet es ja schon an. Es geht um Cyberkriminalität. Und wie du ja schon gesagt hast, Thomas Gabriel, gespielt von Timothy Olyphant, ist ja der Badass-Motherfucker-Oberbösewicht und versucht halt im Grunde genommen die ganze Ostküste Amerikas über das Netzwerk, über das Internet halt lahmzulegen und verfolgt natürlich finstere Pläne damit, die ich jetzt nicht verraten möchte. Und unser Hauptprotagonist John McClane, der stolpert natürlich da wieder so ein bisschen rein. Eigentlich soll er nur den von Justin Long gespielten Matthew zu Hause abholen und zum FBI bringen, aber dann bricht natürlich wieder die Hölle los. Es kommen die bösen Buben und wollen beiden an den Kragen und dann schwingt er sich natürlich wieder zum Held auf, der am Ende des Tages alle rettet. Also da spoilere ich jetzt nicht allzu viel, würde ich sagen. Ja. Soweit zur Story. Fahren denn irgendwelche LKWs durch die Gegend? Ja, natürlich. Das gehört ja zu einem Stirb langsam Film praktisch dazu. Ja, ja. Muss man erwähnen. Die guten LKWs, ja, stimmt. Die guten LKWs und vor allem immer ein Bösewicht, der einen riesigen Tross hinter sich herzieht. Das ist ja nie irgendwie so ein Einzeltäter, sondern da gibt es dann halt irgendwie immer irgendwie so einen intelligenten Typen, eine Quotenfrau und irgendwie einen ausländischen Martial-Arts-Artisten. Ja, die Zwischenbösewichte halt, genau. Ja, genau so. Die Zwischengegner, die gibt es hier natürlich auch. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also irgendwie gibt es immer diese langen Laster, in denen irgendetwas transportiert wird. Das ist in allen Teilen der Fall gewesen. Und auch hier macht der vierte keine Ausnahme. Ja. Im ersten ist es doch dieser Krankenwagen oder was war das hinten drin im Laster? Den habe ich am längsten nicht gesehen tatsächlich. Ja. Da gibt es doch diesen berühmten, ja, das werdet ihr jetzt alle schon gehört haben, diesen berühmten Filmfehler, dass sie aus dem Laster steigen, der ist leer und am Ende ist, ja. Ist da drin das Fluchtfahrzeug. Ein riesiger, Stirb langsam Filmfehler. Ja. Ah. Krass, falls es nicht erwähnt wurde, habe ich es jetzt erwähnt, genau. Danke. Ja, aber sonst sind, ja, muss man mal drauf achten. Also riesige Plothole, aber ja, aber sonst sind immer Laster, ja. Laster sind wichtig anscheinend für Terroristen jeglicher Art, würde ich ja, jetzt mal sagen. Ja, was ein bisschen krass war bei Stirb langsam 4, das war ja die längste Pause zwischen zwei Teilen sozusagen. Also ich glaube, Teil 3 war 95, also Stirb langsam jetzt erst recht. Und 2007 kam jetzt erst der Teil raus. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, es ist die zweite Actionwelle der älteren Actionhelden, ne? Die, ja, genau, die alle mal irgendwie durch hatten oder gerade dabei sind. Aber tatsächlich dafür, also tatsächlich bei Teil 4 erwartet man schon mal gar nichts und dann bei Teil 4 nach 13 Jahren erwartet man irgendwie zweimal nichts. Und also ich finde, es ist ein ziemlich runder Actionfilm. Also es ist auch ein solider Stirb langsam, ist natürlich nicht irgendwie der Beste oder der Zweitbeste, aber ich finde, der macht einen sehr guten Job. Also den kann man ganz toll angucken. Ja, finde ich auch. Wenn man jetzt nicht irgendwie obwohl, so billig ist der Plot auch nicht, dieser Fire Sale oder halt dieser Terrorakt, der geplant wird, dieser Cyberterrorismus, das ist natürlich so Hackerzeug, ist immer schwer zu schreiben, aber selbst das langweilt nicht. Und das ist dann wieder so ein bisschen als Kontrast zu Bruce Willis. Also ja, das ist richtig. Es ist ja auch, also dadurch, dass es ja 2007 rausgekommen ist, war es damals zumindest noch nicht so ausgelutscht, dieses ganze Hackerkram und dieses, der alte Mann kennt sich nicht aus und der junge Sidekick, Nerd, Geek ist voll der Crack und kann alles. Ja, aber wie fandest du das? Hat dich das genervt? Oder? Nein, damals sowieso nicht. Heutzutage wäre es wahrscheinlich ein bisschen, je nachdem wie es inszeniert wird, das ist halt immer schwierig irgendwie. So, ja, jetzt halt alles mit iPhones wahrscheinlich auch. Das war ja genau das, was auch in dem iPhone kam. Genau, die hätten wahrscheinlich alles
noch krasser machen müssen und alles ja, über App Smartphones halt. Und natürlich auch dieses Tracking, das ist ja, wird am Anfang ja, Bruce Willis ist natürlich der, der sich nicht auskennt und der spioniert ja seiner Tochter hinterher, beziehungsweise wartet auf ihren, auf den, den Freund ihrer, seiner Tochter und den will er irgendwie vermoppen oder so. Also allein der Blick tötet ihn ja quasi, ist ja fantastisch. Und da sein Polizeikollege fragt ihn ja, was er denn schon wieder irgendwie in der Ecke macht und das hätte ja GPS und das hat Bruce Willis alles nicht auf dem Schirm. Und das zieht sich halt so durch, ne? Genau. Also ich fand das damals zu der Zeit eigentlich super erfrischend und auch sehr kurzweilig umgesetzt. Man konnte dem halt auch folgen, selbst wenn man nicht so viel mit der ganzen Sache am Hut hat. Das ist ja auch, ich sag mal, für das Casual-Publikum ja irgendwie wichtig, ne? Dass man trotzdem irgendwie was Besonderes geboten bekommt und trotzdem folgen kann. Und dass das Ganze natürlich so kurzweilig und launisch halt umgesetzt wurde mit einem Bruce Willis, der auch hier in ziemlich guter Form ist, auch immer seine typischen McLean-Sprüche auf Lager hat, von denen die meisten auch sitzen. Also von daher kann ich mich da nicht beschweren, muss mich aber auf jeden Fall auch hier der Meinung anschließen, dass das natürlich nicht der beste Stirb-Langsam-Film ist, aber ein mehr als grundsolider Actionfilm. Ja, finde ich auch. Ganz genau. Ne, wenn in dem Film der Helikopter abgeschossen wird von einem Auto, das ist es. Das ist schon mega, ja. Und ja, ich finde, der Film hat auch noch, der hat noch DNA von Stirb langsam halt mit drin. So. Und wenn wir dann später zu Teil 5 kommen, werden wir ja sehen, dass die da praktisch nicht mehr vorhanden ist. Aber hier kann man schon sagen, es ist noch ein Stirb langsam, nicht mehr in der Art und Weise, wie das früher in den ersten Teilen war. Aber zumindest ist er auch hier am Ende wieder völlig durchgenudelt und ist eigentlich schon 5-mal gestorben. Aber es ist halt einfach over the top, ne? Das ist der 4. Teil, da muss natürlich noch mehr explodieren als bei den Teilen davor und das machen sie großartig. Ja, und außerdem haben sie noch eine zweite McLean sozusagen am Start. Seine Tochter spielt ja also schon auch eine Rolle, mehr oder weniger. Also. Mhm. Ach, siehst du ja, die ist so weit hinten bei IMDb aufgelistet. Da habe ich Mary Elizabeth Winstead als Lucy Gennaro McLean ganz vergessen. Richtig, die natürlich Scott Pilgrim und 10 Cloverfield Lane, wo sie da mitspielt. Richtig. Und ich fand tatsächlich, das kommt auch ganz gut, dass sie ein bisschen seinen Charakter hat oder da immer, ich meine, das ist ja immer das Grundthema, dass er mit seiner Ex-Frau telefonieren muss oder irgendwas mit seiner Ex-Frau ist, beziehungsweise mit den Kindern. Und das fand ich eigentlich klar naheliegend, dass sie es reingenommen haben, aber fand ich auch irgendwie sympathisch. Also so, der Film hatte so einige Punkte, wo man denkt, oh nein, wollt ihr wirklich das machen? Und dann machen sie es und verzocken es aber nicht überraschenderweise. Also. Mhm. Das ist übrigens auch noch ein anderer Punkt, der neben den langen Lastern und den Bösewichten mit dem ganzen Tross auch so ein Merkmal von den Stirb-Langsam-Filmen ist, dass irgendwie immer irgendwas aus seiner Familie irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Ja, definitiv. Ein, ne, seine Frau, hier seine Tochter, im nächsten Teil dann sein Sohn. Das ist vielleicht noch so der letzte Krümel Stirb-Langsam-DNA, der dann da irgendwie mit drin ist, wobei dann bei der Umsetzung kann man auch wieder sagen, bewegt sich eher weg von Stirb-Langsam, aber da kommen wir ja später zu. Ja, kommen wir gleich noch, genau. Gut, dann wollte ich noch kurz auf Kevin Smith eingehen. Wie fandet ihr dem seinen Gastauftritt? Cool. Hat mir gefallen. Ja, wobei, also ich, wobei doch 2007, na klar, also das ist, für mich war Kevin Smith, es wird immer Silent Bob sein. Immer. Ja, so sieht das halt aus. Das geht halt nicht anders. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das für mich zumindest ihn davon wegzuholen. Also da selbst ein Daniel Radcliffe ist mittlerweile nicht mehr so Harry Potter für mich, aber Smith, aber Silent auch, Bob ist Silent Bob. Ne, der taucht ja auch nicht oft auf, also als Schauspieler. Und das wird auf ewig Silent Bob sein. Das war ja 2000, Jane Silent Bob schlagen zurück, war 2001 und davor war ja noch, Dogma war davor, ne? Dogma, klar. Und Mallrats und alles. Ja, das ja, sowieso, ja, genau. Aber ich glaube, wegen diesem Auftritt in Stirb langsam 4, da hat er irgendwie dann, ich glaube, irgendwie einen Dialog umgeschrieben für Bruce Willis oder so auf den letzten Drücke. Und dadurch hat er dann irgendwie Bruce Willis überreden können, bei Cop Out mitzuspielen. Das ist so eine Cop-Komödie, die leider ganz, ganz, ganz arg furchtbar ist. Ja, die fand ich auch nicht so gut. Ja, aber die ist von Kevin Smith und Bruce Willis. Also das aber die hat trotzdem diese Verhörszene, die ist unglaublich gut. Ja. Das ist das Einzige in dem Film, was wirklich gut ist, aber die finde ich tatsächlich sogar überragend. Also die habe ich vergessen, die weiß ich gar nicht mehr, aber ich werde mir trotzdem nicht nochmal angucken, glaube ich. Ja, aber die, falls jetzt jemand Interesse daran irgendwie entdeckt haben sollte, der kann sich auch einfach diese Szene bei YouTube angucken, dann spart ihr euch den ganzen Rest, den man nicht braucht. Ja. Cool. Ja, das stimmt. Ja,
Ja, ansonsten zu Kevin Smith, also ich fand auch, ein solider Cameo, hat seine Rolle gut gespielt und er passt da natürlich einfach auch super rein, weil er ja halt einfach auch so ein Freak letzten Endes ist, ne? Also ist ja auch ein großer... Ja, und er rettet sie ja tatsächlich, also er ist ja schon auch plotrelevant, also weil er noch irgendwie so einen Trucker-Funk hat und irgendwie die Bösewichte links Internet und alles und Telefonie lahm und so weiter. Ja. Und dann funken sie darum, das finde ich auch irgendwie stark halt, also... Ja, fand ich auch. Also deswegen habe ich gesagt, so ein bisschen mehr oder weniger Cameo, weil eigentlich ist es ein bisschen mehr. So. Ich meine, Cameo ist so MCU-Style. Ne? Ja, dass man Stan Lee genau. So, sowas ist, oder ein Stückchen mehr vielleicht noch, oder so ein Versteckter wie bei Episode 7 mit Daniel Craig als Stormtrooper. Geil, genau, und man sieht ihn halt nicht einfach. Genau. Das ist halt auch, du hörst halt nur, James Bond wird gerade Macht beeinflusst. Das ist halt so, ja. Aber oder Brad Pitt bei Deadpool 2 ist auch. Ja, das stimmt. Ja, hab ich mich kaputt gelacht. Aber ja. Ich dachte auch, da haben sie einfach einen Screenshot genommen, ja. Aber es ist halt wirklich Brad Pitt gewesen. Der war im Studio. Absolut fantastisch. Deswegen, Kevin Smith fand ich cool, auch da nochmal, da wird dann nochmal krasser gezeigt, so was McClane eigentlich für ein Cyberlappen ist, wo er die Kamera zuhält, ne, und dann Beste Szene, ja. Und der Schurke dann sagt, glaube ich, er sagt das selber, oder? Sagt der Schurke das, oder sagen die beiden das? Er sagt dann zu seinem Kumpel, wir probieren das und das, und dann sagt der Bösewicht halt so, ja, du weißt schon, dass wenn man die Kamera verdeckt, genau. Angeschaltet bleibt. So. Großartig. Das ist halt ganz cool. Und was ich also mich immer gefragt habe, diese Szene mit diesem Notruf, auch diesem automatischen Notruf in dem Auto, erinnert ihr euch? Ja, genau. Das klauen sie dann, Auto irgendwie und müssen halt weiter. Das war, genau. Und er tut so, als wäre irgendwer verletzt oder irgendwer, was, Schwangerschaft oder verletzt? Nee, der Justin Long sagt, sein Vater liegt irgendwie sterbend neben ihm. Genau, und die müssen ganz schnell. Und da frage ich mich, kann man Autos wirklich, und das war 2007, von extern starten? Also mittlerweile wahrscheinlich, wenn ich sage, Alexa, mach's Auto an. Aber 2007, das fand ich, war für mich schon super krass. Ich kenne das aber aus Kill the Boss, da ist das auch immer am Ende irgendwie das Finale, dass irgendwie diese Guided Fahrsysteme, da hast du dann immer irgendeinen Callcenter-Mitarbeiter in Indien, der dich halt permanent betreut oder so. Okay, ja, krass. Also das gibt's schon, also in Amerika zumindest. Ja, das ist abgedreht. Ja, apropos Finale, das ist ein bisschen drüber, oder? Sind wir uns einig? Nö. Auch wenn's cool ist? Ja, nicht? Also, willst du es erstmal erläutern? Ach so, das Finale, das war großartig. Das war großartig. Langsam ausmacht eigentlich. Also. Aber ich bin mir immer uneinig, ob das mit diesem, ich fighte auf dem Jet... auf dem Jetpack, wollte ich sagen. Dass er halt so eigenhändig eigentlich praktisch so ein Kampfjet runterholt, das ist schon natürlich ein bisschen drüber, aber ja. Ah, ja. Wer kann das, wenn nicht Bruce Willis? Das ist es nämlich. Das muss man dann auch überlegen. Also ich finde das schon echt total geil mit dem Truck und der einstürzenden Autobahnbrücke und dem Senkrechtstarter und das Runterspringen auf dieses schräge Stück. Also das ist schon ziemlich geil. Ich meine, das ist doch krass, im Grunde genommen, wenn man halt einfach die Logik des Action-Blockbusters halt mitgeht, muss man sagen, vierter Teil muss halt größer sein als die Teile davor. Im ersten Teil hast du den Hubschrauber und den Sprung vom Dach. Ich meine, das war schon ein fettes Ding, ne? Ja, ja. Und das steigert sich so über die Filme und haben sie ja wahrscheinlich überlegt, was machen wir hier, ne? Wir lassen eine Autobahnbrücke einstürzen und ein Laster hängt da und er springt auf dem Senkrechtstarter und also das ist natürlich völlig Banane, aber es ist halt völlig geil. Also aber er steht ja auch in Konkurrenz mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und ich glaube, das ist einfach so ein Ding von den drei, dass sie halt immer noch einen draufsetzen und wenn jetzt Sylvester Stallone irgendwie einhändig ein Maschinengewehr abfeuert, dann hole ich einen Tornado runter und so weiter. Also, so ist es halt. Aber ist ja auch schön, ein bisschen aufrüsten oder wettrüsten. Ja, das stimmt. Ja, gibt es noch was? Ja, sonst könnten wir den Film mal noch bewerten. Ja, auf einer Skala von 1 bis 5 oder 0 bis 5. Ja, ne, ich glaube, alles Wichtige ist durch, oder? Ich denke auch. Dann hau mal deine Bewertung raus, Till. Oha, Stirb langsam, Teil 4. Ach, das ist immer schwierig, aber ich würde ihm... Ich gebe ihm 7 von 10. Entschuldigung, 3,5 von 5. Ja, doch, würde ich sagen. Also irgendwie ist es geile Action. Es ist halt, was wir, genau, jetzt fällt mir ein, was wir vergessen haben oder was ich ansprechen wollte. Ja, doch, schon, hau aus. Wir haben noch nicht bewertet. Für ein Stirb langsam ist es eigentlich, ist die Welt, die gezeigt wird, zu groß.
das, was in Gefahr ist, dieses Nakatomi Plaza, ist erstmal, das kleine Gebäude, einzelner Mann in Gefahr, der fightet sich da durch, barfuß. Dann Teil 2, Flughafen, ist ja deutlich größer schon, aber ja, so von der, also tatsächlich immer die Skala wird immer noch vergrößert. Genau, und Teil 3 ist im Endeffekt dann ja auch schon ist New York, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Das ist schon für Stirb langsam eigentlich zu groß, wenn man überlegt, wie Stirb langsam angefangen hat. Und dann haben wir Teil 4 halt mit im Endeffekt die ganze Küste, beziehungsweise ja, USA. Genau. Das ist einfach so das, was es könnte ein Actionfilm mit Bruce Willis sein. Sein Name wäre egal, so. Wie er im Film heißt. Aber ja, dadurch ist halt, ne, die Marke zieht halt noch mal eine Million mehr irgendwie. Aber das ist so, ja, das. Das hätten sie im Endeffekt auch billiger haben können. Ich meine, mit dem Nakatomi Plaza, wenn du alles an einem Spot filmst, das hat ja deswegen nicht weniger Spannung gehabt oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau, genau. Aber das ist so das, halt so. Genau. Bevor ich das vergesse noch, das ist so das, was mich. Und dann halt Teil 5 kommen wir auch noch gleich zu. Auch noch ein anderes Land und Russland, und das ist. Das ist dann eigentlich nicht mehr Stirb langsam, ja, sondern genau. Eigentlich James Bond oder Jason dieser, Bourne. Dieser Spirit, so. Dieses ein Mann alleine, du bist ja auch in Teil 3 nicht mehr alleine, das ist dann halt so ein bisschen das, was so weggeht von der Formel, von der klassischen. Aber ja, 7, oh Mann, ich meine mit meinen 10er Punkten, 3,5 von 5 Punkten, ne? Genau. Solide. Ja, also, was würdest du sagen? Yep. Ja, also ich liege da auf jeden Fall drüber mit 4,25 halb abgedeckten 2007er Webcams. Yeah. Weil ich finde das richtig, was du sagst, Till. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, na okay, es ist eine Art von Weiterentwicklung. Also man hätte ja jetzt auch viermal den Film irgendwie sozusagen gleich machen können, einfach anstatt ein Nakatomi Plaza irgendwie ein Footballstadion oder so. Gibt's übrigens, Eishalle, ne? Sudden Death, großartiger ja, Jean-Claude Van Damme Film. Stimmt. Wahrscheinlich einer seiner besten, aber das nur nebenbei. Aber ich finde, die Stirb langsam Formel ist hier einfach im Sinne eines Action-Blockbusters irgendwie logisch weitergedacht. Auch wenn das natürlich nicht mehr den Charme des ersten Teils hat. Und deshalb kann der Film auch nicht so gut sein. Aber trotzdem finde ich, ist das ein richtig guter 2000er oder mit 2000er Actionfilm. Und deshalb sind die 4,25 Punkte meiner Meinung nach gerecht. Alles klar, nicht schlecht, ja. So, dann muss ich noch. Ich würde vom Witz her einfach 4.0 Punkte geben. Haha. Sehr gut. Nee, tatsächlich, ich finde, es ist ein sehr guter Actionfilm und alle Figuren funktionieren. Der Bösewicht ist glaubhaft, die Zwischengegnerin ist, also geile Action. Man hat ein bisschen Martial Arts, den man hat Explosionen, man hat alles, was das Herz begehrt. Und eben John McClane noch das letzte Mal so richtig als John McClane gefühlt. Also ich denke, das ist ein 4.0. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Den würde ich auch jedes Mal wieder angucken, wenn er im Fernsehen läuft. Oder ja. Machen wir. Aber im Fernsehen haben wir ja Werbung. Und am 17. Dezember, wie wir alle wissen, kommen ja alle 5 Teile auf Prime. Ah, ja, genau. Sehr gut, dann können wir die natürlich da angucken. Hammer. Juhu. Genau. Und auf ganz subtil eingearbeitet hier. Amazon. Aber genau, ja, wir kriegen ja leider kein Geld dafür. Nee, und auf Netflix. Wo bleibt die Kohle, Amazon? Auf Netflix sind sie sowieso schon, wie ich das gesehen habe. Ja, genau. Und an Weihnachten kommen sie sehr wahrscheinlich auch im Fernsehen. Ja, das darf so auch so gehen, ja. Das stimmt. So, dann kommen wir zu Teil 5. Ja, und würde ich mich gerne ausklinken, damit ich nicht kotze. Harte Worte direkt zum Start, aber vielleicht können wir ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Mal gucken. Ja, soll ich mal anfangen mit meinen Fakten? Ja, ein guter Tag im Sterben, hau raus. Ja. 2013, 98 Minuten. Und ich muss ganz kurz schon den Untertitel mit Yippie-Ki-Yay, Mother Russia. Kann ich schon würgen. Und wir haben natürlich, wie immer, John McClane, muss man bei Stirb langsam eigentlich mit Bruce Willis in der Hauptrolle nicht erwähnen. Jay Courtney als Jack McClane, John Jack, die waren sehr kreativ. Jay Courtney, ja, kennt man. Ja, Suicide Squad, katastrophal. Der war auch bei Divergent hier, diese ganze Divergent-Reihe dabei. Dann haben wir ihn bei Terminator und bei Alita Battle Angel? Das hat mich auch gerade gefragt, ja. Wer da ist. Ist er da, diese böse Roboter? Gute Frage, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, und so einiges mehr. Ist nicht mein Lieblingsschauspieler. Ist so ein bisschen B-Action. Ja. Wenn man halt kein A mehr kriegt, dann mal ihn. Ja, ich finde den schon leider echt nicht geil. Auch wenn er könnte so ein richtig cooler Badass-Typ sein.
Ja, weil er halt auch so ein irgendwie nur so der Durchschnitts-Action-Dude irgendwie, aber ja, er ist ja auch, ja, mein Gott. Ja. Und dann haben wir Mary Elizabeth wieder dabei als Lucy McClane. Diesmal ist es Lucy McClane und nicht Gennaro McClane, warum auch immer. Dann haben wir einen deutschen Schauspieler, Sebastian Koch, als Gegenspieler Komorov. Und alles danach brauche ich eigentlich gar nicht mehr vorlesen. Ja, ist irrelevant. Ne, das haben wir den Regisseur John Moore. Der hat Behind Enemy Lines, Omen Remake von 2006, Flug des Phönix, Flight of the Phoenix. Ja, hat Max Payne auch, ehrlich, Max damals. Ja, natürlich. Das war echt auch genau. So ein richtiges Spiel. Aber wahrscheinlich finde ich Max Payne immer noch geiler als Stirb langsam 5 und damit zur Story. Ja. Ja, John McClane ist ja eigentlich nur im Urlaub in Russland und dieser Gag wird im Film auch irgendwie ein bisschen totgetreten. Und genau in diesem Urlaub kriegt er halt mit, dass sein Sohn Jack im Gefängnis sitzt, zusammen mit dem General Komorov. Und als er dann zu der Gerichtsverhandlung sich begibt, werden diese beiden freigesprengt und sind dann auf der Flucht. Nicht von ihm, sondern von einer anderen, nicht näher benannten Terroreinheit. Und er macht sich dann natürlich auf die Suche nach seinem Sohn und irgendwann kreuzen sich die Wege und dann sind die drei zusammen auf der Flucht. Und natürlich gibt es hinter der ganzen Sache eine riesige Terroristenverschwörung oder wie immer man das nennen möchte. Alles ziemlich belanglos und im Vergleich zu den anderen Storys schon arg dünn. Ja, es greift auch überhaupt nicht. Es interessiert eigentlich nicht groß die Rahmenhandlung. Nö, das stimmt. Gefühlt. Ja, und ja, ist weit weg. Wie ich schon sagte, weit weg von dem eigentlichen Stirb langsam Thema. Und er, was war er? CIA? Nee, FBI? Wo, was? CIA, sein Sohn, oder was? Ja, was genau, wo war er? Ich hab jetzt... Also sein Sohn ist gleich beim CIA und deswegen CIA. Hat als Agent so, und politischer Gefangener halt gerade in Russland. CIA und deswegen, ja. Das ist halt, das ist so out of nowhere, ja, wie der deutsche Agent sagt. Also der Sohn so kommt zum ersten Mal vor, genau, und ist dann gleich so das ganze, der ganze Plot eigentlich, also dreht sich nur um ihn. Das ist halt so scheiße irgendwie und macht für mich so absolut keinen Sinn und auch dieses, also ich habe ja schon, was ich gesagt habe mit diesem, dass dieser Stirb langsam Spirit, die Idee dahinter, auch in Teil 4, dass so groß wird, schon ein bisschen, naja, ad absurdum geführt wird, mehr oder weniger, was den Vierer, wie gesagt, ja nicht unbedingt schlecht macht. Aber der jetzt, das ist halt dieses, John McClane klaut sich ein Auto und haut irgendwie einen Zivilisten um und dann fährt er mit was ist, Panzer oder Riesentruck über ganz viele Autos rüber. Ja, mit einem Jeep, genau. Ja, der scheißt einfach auf alles. Und nicht nur, dass die Stirb-Langsam-Formel hier komplett begraben wird für mich, ist es halt völlig daneben. Also John McClane, wenn der Verlass ist bei John McClane auf irgendwas, dann ist, dass er zivile Opfer vermeiden will und immer alle retten möchte. Ja, da scheißt er halt drauf. Es ist so ein bisschen gefühlt, weil es halt Russen sind, das ist nicht so wichtig, wenn ein bisschen mehr Kollateralschaden da. Ja, das kommt auch noch dazu, dass, weiß nicht, vielleicht ist das auch schon Bruce Willis Kassier. Ja, warum spielt dieser Teil in Russland? Was soll denn das? Ja, das ist halt alles Quatsch. Und Bruce Willis ist ja eher der jetzt noch die für jeden scheiß Direct-to-DVD-Actionfilm die Millionen abgreift, kurz ein paar Sätze spricht und dann wieder verschwindet, wahrscheinlich nur einen Tag am Set. Und da, ich weiß nicht, vielleicht hat das mit 2013, es fühlt sich an wie einer dieser Filme. Ja, so. Absolut. Es hat auch irgendwie eine andere Farbpalette als die anderen Stirb. Also es fühlt sich einfach nicht an wie Stirb langsam. Das ist einfach nur ein x-beliebiger Film und man hat halt den Actionheld auch John McClane genannt und der wird halt wie in jedem zweiten Film von Bruce Willis gespielt. Also abseits von dieser völligen Banane-Story und dass halt die Stirb-Langsam-DNA so überhaupt gar nicht mehr aufzufinden ist, kann ich dem Film tatsächlich auch ein bisschen was abgewinnen. Wie sieht das denn bei euch aus? Gibt es denn irgendwas, was auch gut ist an dem Film? Der Abspann. Also für mich nicht, aber wahrscheinlich, ihr könnt euch jetzt gerne ein bisschen über die handgemachte Action auslassen, die ich immer liebe. Das ist immer was ganz, ganz Fantastisches, wenn da richtig was gebaut wird und richtig was kaputt geht und man sieht, das ist so wenig CGI wie nur geht. Jetzt Beispiel Mad Max, Fury Road, was an Action einfach phänomenal ist, oder The Raid 2 zum Beispiel. Ja, handgemachte Action. Also, genau. Aber lasst euch aus, ich kann das leider auch nicht lobend erwähnen. Also ich habe mir jetzt für den Podcast natürlich zweites Mal angeguckt, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Und ich fand ihn überraschend nicht so schlecht wie beim ersten Mal angucken. Also man hatte halt praktisch keine Erwartung mehr, die hat man wahrscheinlich beim ersten Mal noch gehabt im Kino.
Und jetzt beim zweiten Mal dachte ich, gut, das ist halt Action. Und tatsächlich ist es durchgehend Geballer. Und auch die ganze Story, wenn man es eine Story nennen will, dient nur dazu, irgendwie halt alle 10 Minuten neues Szenario, in dem halt alles in die Luft gesprengt werden kann und alle abgeknallt werden. Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Die Story ist nur ein Vehikel, um von einer Schießerei zur nächsten zu kommen. Das stimmt. Aber ich finde gerade die vorhin schon angesprochene Verfolgungsjagd, die finde ich schon echt ziemlich gut. Und die war auch sehr aufwendig. Die hat auch mehrere Wochen gedauert, um die zu drehen. Es wurden, ich habe jetzt gar nicht mehr die genaue Zahl, ich hatte es im Vorgespräch erwähnt, ich glaube über 100 oder 200 Autos, also auch teilweise richtig teure, halt komplett geschrottet. Also das war danach wirklich, war das nur noch Altmetall. Also da haben die schon wirklich richtig vom Leder gezogen und es gibt auch ein paar wirklich gute Einstellungen. Also handwerklich ist der Film, finde ich, sehr gut gemacht. Ich glaube, die Action ist bombastisch, da kann man nichts, aber gar nichts sagen. Also. Ja, und es gibt ja dann auch später zum Beispiel diese Szene, wo sie in diesen Tanzsaal da kommen und mein Kumpel, mit dem ich zusammen jetzt den Rewatch gemacht habe, der meinte auch, ey, großer Ballsaal, an der Decke hängen Kronleuchter, das ist doch dazu gemacht, zerschossen zu werden. Und was passiert? Als nächstes passiert genau so. Genau. Auch eigentlich eine ziemlich coole, auch Over-the-Top-Szene und das gipfelt natürlich in diesem völlig bekloppten Finale, wo auch dieser Ortswechsel in die Ukraine irgendwie so aus dem Nichts kommt und so. Je nach Tschernobyl halt konkret. Also es geht ja tatsächlich um das alte Atomkraftwerk, was ja. Oder halt, ja genau. Und das ist, wir wiederholen uns, also storymäßig bietet das nicht viel. Ich meine, hinten raus gibt es dann auch wieder einen Hubschrauber und auch viel Geballer und das ist alles sehr eindrucksvoll. Und ich finde, wie gesagt, abseits der Story, abseits der fehlenden Stopp langsam dem DNA, ist das ein wirklich solider, teilweise sehr gut gemachter, moderner Action. Kann man nichts dagegen sagen, auf jeden Fall. Was halt das Problem war im Vergleich zu allen anderen Stopp langsam Teilen, ist, dass der Gegner halt völlig flach ist. Ja. Also das ist halt, also klar nicht, wie heißt der, Alan Rickman aus dem ersten, ist natürlich nicht zu toppen, wobei Jeremy Irons auch sehr, sehr gut war in Teil 3 und auch in Teil 4, der Dings da, Timothy Oliphant. Timothy, der hat auch einen guten Job gemacht, aber dieser Kamarov, dieser deutsche Schauspieler, also der versagt jetzt nicht, aber der ist halt einfach so geschrieben, dass der völlig egal ist. Das blickt nur auch erst ganz am Ende, dass der Bösewicht ist, weil halt die Story auch so gar keinen Sinn macht. Sein ganzer Plan ist völliger Bullshit, da wollen sie irgendwelche Atom-Dings da, Brennstäbe klauen oder was auch immer. Das ist alles völlig egal irgendwie halt. Und er hat auch noch eine Tochter und die sterben natürlich auch irgendwann alle und irgendwie ist es man fühlt gar nichts. Also so. Und es gipfelt ja wirklich in dieser Szene in Tschernobyl, in dem Atomkraftwerk, wo die einfach irgendeine Flüssig oder irgendein Gas ausströmen lassen und dann ist alles nicht mehr radioaktiv. Ja, also die kommen auch relativ schnell nach Tschernobyl, ne? Das dauert ja nicht so lange. Na, auf jeden Fall ist es im Film im Grunde genommen nur ein Fingerschnipsen, ne? Oh. Das wirkt auch alles sehr ungelenk und also man sieht es ja auch schon an der Länge des Films, ne? Also die anderen Stopp langsam Filme hatten alle eine Länge so um die 2 Stunden und hier haben wir halt 98 Minuten. Alles, was man vielleicht in eine gute Story hätte stecken können, um das irgendwie homogener wirken zu lassen, hat man hier halt weggelassen, um halt eine Action-Szene an die andere zu reihen. Und wie gesagt, wenn man das sehen möchte, bekommt man auch das, was man erwartet. Und wenn man einen Stopp langsam erwartet, wird man wie Till, und das kann ich wirklich verstehen, absolut enttäuscht. Ja, und man kann sich auch einfach bessere Actionfilme angucken. Also es ist ja nicht so, dass es eine... Zum Beispiel die ersten 4 Stopp langsam Teile. Ja, es ist ja nicht so, dass es eine stringente Story ist. Es ist, man sagt, okay, Herr der Ringe 3 vielleicht nicht als erstes oder Harry Potter 7 nicht oder was weiß ich, Star Wars 5 sollte man vielleicht erstmal Episode 4 gucken, sondern es ist einfach scheißegal. So, das ist Gott sei Dank bei jedem Stirb langsam so und vielleicht merkt man bei Teil 4 irgendwelche Anspielungen nicht oder so. Das ist ja völlig Latte, aber man kann sich einfach anstatt Teil 5... Bitte, hier spreche ich eine Empfehlung zu The Raid-Filmen zum Beispiel aus. Einfach mal da richtig geile Action sich reinziehen. Ja, das ist mein Senf dazu. Ich kann trotzdem noch was sagen. Zum fünften Teil. 388,2 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Das ist für... Doch auch, ja. Oh nee, das war der... Oh, Entschuldigung, das war Teil 4. Genau, aber das auch dazu, 388 Millionen bei 110 Budget, aber Teil 5, ja, es ist schon, Teil 5 hatte 92 Millionen Budget und hat 304 eingespielt. Also ich würde fast sagen, so viel Promo macht man für so einen Film ja nicht, glaube ich, ist schon ganz okay für einen Film.
Ja, aber ich denke, wenn man einen guten Bruce Willis-Film gucken will, also aus der Ära, dann so vielleicht ein Jahr davor, Looper fand ich großartig. Ja, zum Beispiel. Oder da hat er auch, glaube ich, Moonrise Kingdom von Wes Anderson. Da hat er auch mal wieder geschauspielert, ausnahmsweise. Ja, stimmt. Macht er ja auch nicht so gerne. Ja. Obwohl das seine Kernkompetenz sein sollte. Ja, ja, sein sollte. Aber ich find ihn generell jetzt nicht sonderlich gut als Schauspieler. Also ich finde ihn in den Rollen, in denen er brilliert, ist er halt sympathisch und vor allem charmant. Mhm. Aber er ist jetzt nie ein großer Charakterdarsteller gewesen. Selbst in The Sixth Sense finde ich jetzt nicht, dass er die absolute Hochkultur der Schauspielkunst vom Stapel lässt. Das ist definitiv eine seiner besten Leistungen, ohne Frage. Aber er ist nie ein großartiger Schauspieler gewesen. Das muss man auch mal klar sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja, er ist halt sehr actionlastig, ne? Fast nur, würde ich sagen. Unbreakable war dann noch ganz cool, so schauspielerisch, also im Vergleich mit anderen, meine ich nicht, aber so für ihn selber. Ja, schon. Also, nee, klar, er hat schon, also er hat nicht jetzt nicht nur so wie, was weiß ich, Dolph Lundgren, dass er halt immer der gleiche Charakter ist. Ja, also. Genau. Aber sonst, ach, das ist schon. Und Fünfte Element ist halt immer ein geiler Film. Der hat ja, halt richtig geile klar. Dinger gemacht. Das ist halt, der ist nicht Bruce umsonst. Willis bleibt immer Bruce Willis. Ganz also. Genau. Ja, und das Seltsame ist aber an Teil 5, dass da das Drehbuch speziell, das war der einzige Film von allen fünf, wo das als Stirb langsam Teil geschrieben wurde, von vornherein. Also irgendwie, der erste Film wurde schon mal verfilmt, auch vor Stirb langsam 1 mit Frank Sinatra, irgendwie 68. Und sollte ja eigentlich Phantom Commando 2 sein, ne? Echt? Und Bruce Willis war ja, dann... Irgendwie war auch Bruce Willis, glaube ich, die allerletzte Wahl für selbst die Hauptrolle. Selbst Richard Gere wurde gefragt für Teil 1, soweit ich weiß. Deswegen, aber wahrscheinlich, es kann sein, dass das, ich meine, Teil 1 und Co., das wird ja alles belatscht jetzt vorher, aber ja. Aber Teil 2 und 3 und 4 wusste ich tatsächlich nicht, dass die anders geplant waren. Ja, also bei Teil 3... Ja genau, stimmt, Teil 3 hätte eigentlich ein Sequel zu Lethal Weapon sein sollen. Mhm. Deswegen ist da auch Samuel L. Jackson dabei, das ist praktisch der schwarze Sidekick halt. Also. Mhm. Aber hätte ich mir auch gut vorstellen können tatsächlich als Lethal Weapon-Film. Würde auch funktionieren. Aber. Und genau deshalb ist das diese Stipp-Langsam-Formel, die da so ein bisschen flöten fehlt geht. Genau. Es fehlt einfach. Es hätte, also das Einzige, was noch ein bisschen funktioniert für mich, ist, wenn er mit seinem Sohn, wenn sie halt gerade irgendwie eine Action-Szene überlebt haben und dann schwer verwundet weiterlaufen müssen, dass er halt immer seinem Sohn da ein bisschen so tough love praktisch irgendwie so ihn nebenbei noch ein bisschen erziehen will oder so. Das ist ein bisschen eine Dynamik, die ein bisschen funktioniert. Oder aber, ach ja, das juckt eigentlich ein bisschen. Wird halt nur geballert die ganze Zeit. Ja. Ja, naja. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja. Ja, Till, willst du wieder anfangen mit Raten? Können wir machen. Ich gebe ein von fünf. Ein von fünf. Ja. So hart, ey. Das ist so hart. Es tut mir leid, aber das geht nicht anders. Es ist einfach so. Es ist einfach ein sehr schlechter Film für mich. Nee, andersrum. Ja. Ja, nee, anscheinend hast du auch gar nicht viel mehr noch zu sagen. Nee, ich habe wirklich, ja, sorry, das habe ich nicht. Weil ich habe eben ja schon so ein bisschen gemeckert und zu viel Meckern stört mich, wenn ich irgendwas höre, auch immer. Deswegen halte ich einfach die Schnauze und streue hier und da ein bisschen was ein. Ein bisschen Hass. Genau. Sehr schön. Also ich vergebe 3 von 5 russischen Generälen, weil ich finde, dass es ein grundsolider Actionfilm ist, der aber eine völlig bekloppte Story hat und nichts mit Stirb langsam zu tun hat. Aber trotzdem auf jeden Fall anguckbar ist. Wenn man, wie gesagt, wenn man gar nichts von Stopp langsam kennt und sich den anschaut, wird man, glaube ich, gut unterhalten. Alles klar. Ja, so fast genauso sehe ich es auch. Ich würde 2,5 von 5 geben. Also einfach ein ganz durchschnittlicher Film. Das Einzige, was halt schade ist, dass es halt im Endeffekt Stopp langsam ein bisschen beerdigt, so die Reihe. Aber ja. Ja. Aber jetzt auch nicht der schlechteste Film aller Zeiten, kann man auf gar keinen Fall sagen. Ja. Und zur Orientierung. Also es gibt ja, bei Letterboxd kann man ja auch 5, also immer halbe Sterne vergeben bis hin zu 5. Und ein Stern ist ja nicht das Schlechteste. Es gibt ja 0,5. Das ist sowas wie für mich die Catwoman und leg die nicht mit Sohan an oder After Earth, Dragon Ball Evolution. Das sind nur so zum Vergleich Filme, die ich noch beschissener finde. Sohan fand ich voll gut, aber der Rest ist zu still. Ja, was weiß ich. Oder ja, also genau. Nur das dazu. Genau. Alles klar. Ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich glaube, Teil 6 ist so ein bisschen, wurde mal gemunkelt, dass der irgendwie in Planung ist zumindest. Und da war, glaube ich, der Plan, ein Prequel zu machen zu verbinden mit irgendwie mit seinem letzten Fall oder dass er praktisch, also dass es in zwei Timelines parallel spielt. Das könnte ganz interessant sein.
Aber das habe ich auch nie wieder was Aktuelles gehört in den letzten Jahren. Also. Nee, ich auch nicht. Und der Kurzfilm. Geht er 2 Minuten oder was ist das? Ein Werbefilm? Ach ja, oder genau. Wie heißt der? Die Hard is Back oder irgendwie so. Ja, das ist eine Batteriemarke, die Die Hard genau. heißt. Autobatterien, ja, genau. Autobatterie, da haben sie aber tatsächlich so einen 5-minütigen Werbespot oder 3 Minuten oder so gedreht, aber komplett mit fast allen Elementen, die halt in Stirb langsam reingehören. Also ich hätte mir gewünscht, dass, also es wirkt zumindest auf mich so, also ich hätte mir gewünscht, die hätten einen wirklich guten Regisseur für den Werbespot genommen. Also man merkt das so an einzelnen Schnitten und wie es gemacht ist, dass es schon ein bisschen schrottig ist und dann hinten raus diese... Ich habe auch kein Budget halt, also. Ja, aber ich sage einfach nur, als Stirb-Langsam-Fan hätte ich mir halt gewünscht, dass das so ein richtig geiler, hochwertiger Clip geworden wäre. So ist es halt ganz nett und dass halt Argyle aus dem ersten Teil als Chauffeur wieder auftritt, ja. Ist halt auch ein netter Gag und so. Ist schon nicht schlecht gemacht, kann man machen. Das ist lustig, fand ich halt. Ja, das ist richtig. Na gut. Nein, also das ist nicht richtig, aber das ist nachvollziehbar. Ich möchte mich korrigieren. Ja. Ich denke, wir haben das jetzt ganz gut umrissen und ich hoffe, die Zuhörer da draußen haben jetzt irgendwie Lust bekommen, sich zumindest den 4. anzugucken. Beim 5. bin ich mir nach Tills Bewertung jetzt nicht so ganz sicher, aber wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man auch den angucken, genau. Ja, genau. Vielleicht bin ich da, ich bin nicht zu hart, aber ich bin, weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen, Fanboy würde ich es vielleicht eher gut finden, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich wurde halt enttäuscht, Feierabend. Ja, nee, das, Feierabend. Halt, also das ist schon so für nachvollziehbar, ja. Also ich glaube, im Jahr 2004 war bei mir so, dass ich da, also, das ist jetzt auch doch nicht recht. Scheiße, aber. Brauchst dich nicht rechtfertigen, alles gut, du hast deine Meinung und die darfst du natürlich auch haben, genau. Und hast sie ja erläutert, alles gut, ich wollte nur ein bisschen necken. Ist gut, und da meine Meinung eh die einzig richtige ist hier, dann beenden wir das Ganze. Stimmt, hab ich vergessen. Richtig. Sehr schön. Ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören bei unserem langsamen Special hier im Telestammtisch. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Exakt. Bis demnächst. Und yippie-ki-yay, Motherfucker. Ja. Also, ciao. Ja, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!